Und jetzt Gran Canaria aktuell. So ihr Lieben, wir haben heute den 31. Mai 2020. Das ist der 78. Tag Alarmzustand und in der Phase 2 der Tag 7. Morgen ist der Tag 8. Klar, logisch. Was ist denn in den Tagen so passiert? Ja, ich hatte mein Geschäft geöffnet und ich hatte auch Besuch. Wirklich tollen Besuch. Ihr kennt sie alle, die ich euch gleich zeigen werde. Hat mich sehr gefreut. Es gibt auch eine große Überraschung. Es war jemand da, der hört genau zu, hier auf der Insel lebt, aber schon über 20 Jahre nicht mehr im Centro Comercial Cita war. Und bevor ich euch das zeige, möchte ich euch erstmal eine Sequenz geben. So ruhig kann es auch sein. Und ich hoffe, dass über kurz oder lang irgendwann mal die Einladung kommt, dass ich mit drauf darf. Auf das Schiff. Schaut mal selber. Ist das ruhig? Ich finde das einfach nur klasse. Also da freue ich mich wirklich drauf. So, jetzt kommen wir mal zu Cita. Und er ist jemand, ja Freunde, das muss ich euch ganz ehrlich sagen, der hat halt immer gute Laune. Ich kenne ihn jetzt seit 8 Jahren. Ihr kennt ihn alle. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und er war zum allerersten Mal eben im Centro Comercial Cita. Ich freue mich drauf. Er war bei mir in der Bar. Und er sagt selber zu mir, sag bitte nicht, ich bin farbig, sondern nennt mich einfach schwarz, denn das bin ich auch. Und von wem die Rede ist, das seht ihr jetzt. Ich hoffe, es freut euch. Mich hat's super gefreut, kann man gar nicht anders sagen. So, liebe Freunde, mal ein kleines Update von heute Nacht. Und was soll ich euch sagen, wenn man hier mal schaut, es sind Gäste da. Aber wenn er schon wieder da ist, dann kann doch nur alles gut werden. Freunde, Mustafa ist also, in sein Haus. Hallo Mustafa. Alles Gute, meine Liebe. Erste Tage hier. Erster Tag, wieder auf Gran Canaria in Playa de Ingles im Centro Comercial Cita. Und dann ausgerechnet in der Machbar. Es ist mir eine Ehre, lieber Mustafa. Meine Machbar, super schöne, alles elegante und wieder. Der hat sich nicht verändert, der ist immer noch so schwarz wie vorher. Außer er hat halt mal Handschuhe an und Mundschutz. Mach mal Mundschutz auf. Und was soll ich euch sagen, ich erkenne ihn immer noch. Er ist schwarz, aber nicht der Mundschutz. In diesem Sinne, kleiner Spaß aus der Nacht heute. Und morgen gibt's das Video. Na, hat er euch gefehlt? Mir hat er gefehlt, ich kann es gar nicht anders sagen. Als er vor mir stand, das war sofort gleich, da ging die Sonne auf und es war einfach herrlich. Toll, schön, dass er wieder da ist. Jetzt kommen wir aber noch zu jemand anders, der wirklich, ihr kennt ihn ebenfalls alle, und er ist ja schon, keine Ahnung, 35 Jahre auf der Insel, heißt selber Gastronom und sagt selber, das hört ihr ja auch gleich, er war wirklich mehr wie 20 Jahre nicht mehr im Centro Comercial Cita. Dementsprechend erstaunt hat er natürlich geguckt und es war mir eine Ehre und ich habe mich riesig gefreut, dass er mich besucht hat und den Bericht dazu seht ihr jetzt. Liebe Gäste, ich melde mich noch einmal von der Machbar und ihr seht, es ist alles regelkonform und es gibt natürlich Augenblicke, da staunst du, da glaubst du deinen eigenen Augen nicht, denn da hinten, da sehe ich einen Mann, der schon mindestens 20 Jahre nicht mehr in der Cita war und ihr wisst, er ist ein Werbepartner von Radio Primavera Gran Canaria und es ist der Peter von der Strandarena. Hallo Peter, was machst du denn hier? Ja, ich gucke mir das mal an, wo meine Gäste auch schon mal abends verkehren. Ganz interessant mal zu sehen. Leider ist alles zu. Und ich war vor 20 Jahren letztes Mal in der Cita. Dort da hinten in der Kneipe habe ich meinen 40. Geburtstag gefeiert. Komm, wir gehen mal gucken, da hinten in deiner Kneipe, wo du deinen 20. Geburtstag gefeiert hast. Nee, das war der 40. Das war, glaube ich, mal hier Kais Westkurve, so viel ich weiß. Kais Westkurve, also ich kenne das noch als Schlucknapf. Ja. Jetzt ist es Heikes Place to be und ja, wie wir es erfahren haben, machen die auch erst im September wieder auf. Aha.
Ja, hat sich denn ganz viel verändert? Ja, ich hab mir gedacht, hier war doch früher mal, sag mal schnell, die Norddeutschland kam, wie hieß denn nochmal die Kneipe? Die waren auch jahrelang da drin. Da hab ich mir immer gedacht, ich glaube, das ist das Bubbles jetzt, ne? Kann das sein? Holstein Pub, genau. Ja, genau, das ist dann, heißt jetzt Bubbles und... okay. Ja, guck mal, da staune ich ja. Peters von Peter Strand Arena. Ich hoffe, es war einigermaßen schönes Wetter in der Strandarena heute. Ja, aber wunderbar. Wunderbar. Ja, und du machst ja morgen schon wieder um 11 Uhr auf. Genau. Also gehen wir ganz schnell dahin, wo es gut ist. Wir gehen in die Machbar, genau, und trinken jetzt schnell. Weil da ist offen. Guck mal, von hier aus gesehen. Seht ihr? Ich habe den Mustafa eingefangen und jemanden, einen fremden Legionär, hätte ich beinahe gesagt, nein. Einen Veteranen, der 20 Jahre nicht mehr in der Sida war. Guck mal, der ist ja total fasziniert. Peter, du bist gleich für ganz Deutschland zu sehen im YouTube-Kanal. Oh nein. Peter von Peter Strand Arena mal privat. So, ich schalte jetzt weg und jetzt wirst du auch privat. Tschüss. Ja, das war ja eine Überraschung. Also für mich, für den Peter allerdings auch. Der war sehr erstaunt, hat man ja gesehen. Und ein bisschen, war ich ja auch gesagt, war gerührt. Und also, es war für ihn einfach neu. Hätte er gar nicht so gedacht, dass sich alles so viel verändert. Nur gut, hat er sich auch hinterher gesagt, klar, 20 Jahre sind 20 Jahre. Und er hat versprochen, er kommt öfter mal vorbei. Das freut mich. Und das war ihn scheinbar auch. Und er möchte auch gerne mal sehen, wie es aussieht, wenn es voll ist. Dann seid ihr wieder gefragt. Mit anderen Worten, kommt recht bald wieder auf die schönste Insel Europas. So, wenn euch das gefallen hat, was hier alles so passiert, dann abonniert einfach den Kanal. Das ist unten rechts, seht ihr das Logo von Primavera, draufklicken, dann kommt der Button abonnieren, einfach draufklicken und dann ist alles schon erledigt. Ich würde euch gerne eine Frage stellen. Kommt ihr wieder? Ja oder nein? Beantwortet es mir wieder. Schreibt mal einfach drauf. Ja, ich bin der und der. Ich komme dann und dann. Da würde ich mich drüber freuen als eure Kommentare hier unter diesem Video. So, jetzt zeige ich euch einmal schnell noch ein bisschen Wetterfrequenz. Habe ich Frequenz gesagt? Sequenz. Eine Wettersequenz, die habe ich jetzt euch auch noch gemacht. Oh, eine Wetterfrequenz, auch nicht schlecht. Und ja, dann war es das für heute. Ich wünsche euch dann noch schöne Pfingsten und ich melde mich wieder. Tschüss, bye bye, sagt euer Martin Schubert. Tschüss. So, ihr Lieben, das ist unser Wetter. Aber da seht ihr mal wieder, wie Gran Canaria ist. Schaut mal da. Herrlich, oder? Jetzt gehen wir mal hier ein bisschen weiter. Und siehe da, vorne hui, hinten fui. Aber das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Das ist ein Zeichen dafür, dass wir sehr, sehr windstill sind. Das zeige ich euch jetzt mal hier ganz eben kurz an den Palmen. Wind haben wir gar keinen, so gut wie gar keinen. Wir haben 24,7 Grad. Und ein bisschen erhöhte Luftfeuchtigkeit. Wir sind bei an die 90%. UV-Faktor ist die zweite rote Stufe, also UV-Faktor 8. Und fürs Protokoll 0,0 mm Niederschlag. Ja, mit diesen Bildern sage ich jetzt endgültig Tschüss und sage noch einmal frohe Pfingsten. Und ich melde mich wieder. Bleibt uns gewogen und kommt ganz recht bald wieder auf die schönste Insel. Warte mal, muss ich so machen. Auf die schönste Insel Europas. Und schreibt unten drunter, wann ihr kommt. Ich würde mich freuen, da ganz viel lesen zu können als Kommentar bei diesem Video hier. Dankeschön, tschüss, bye bye, sagt euer Martin Schubert.